Servus Pyrrhus und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, ein Jahr ist es jetzt wieder her. Es ist wieder Weihnachten und ich nutze den Anlass wieder, um zu vloggen. Meine Freundin ist im Moment noch bei mir. Und ja, es ist jetzt so, dass jeden Tag ein Vlog kommen soll bis zum 31. Ich hoffe, dass ich es schaffe, immer am Tag drauf dann den Vlog vom Vortag hochzuladen. Das heißt, am 25., wenn ihr den Vlog hier seht, kommt dann am 26. der Vlog vom 25. und immer so weiter. Genau. Ja, wir haben jetzt seit 7 Uhr ungefähr. Es ist relativ früh. Das liegt daran, dass ich meine Freundin jetzt dann gleich noch nach Hause fahren muss, weil die an Weihnachten bei ihrer Familie ist, ich bin bei meiner Familie. Und ja, wir möchten uns jetzt aber vorher noch die Geschenke geben. Die Weihnachtsgeschenke. Und ja, da habe ich gedacht, schmeiße ich jetzt einfach schon mal die Kamera an und schau mal, was sie so bekommt, ne? Und was ich so bekomme. Und ob sie sich freut über ihr Geschenk. Ich weiß es nämlich nicht. Wir werden sehen. Ja, dann fangen wir mal an. Der Schuh da hat Italien als Bedeutung. Ja. Das da, der See, ist der Gardasee. Ja. Die Achterbahn hier ist das Gardaland. Und das ist unsere Unterkunft. Das ist Nein, der Strand. Das und das sind wir. Das ist nicht die Unterkunft. Ja. Das ist Verona. Romeo okay. Und Julia. Aber oh. Romeo und Julia. Wow. Oh, wunderschön. Immerhin siehst du Pferde. Ja. Oh, so. Ja. Also, Geschenk ist dann doch mehr oder weniger geglückt, würde ich sagen, oder? Doch, hat dir gefallen, ne? Ja. Ja, und dein Geschenk ist auch mega geil. Jetzt steht fest, dass wir nächstes Jahr im Sommer zum Gardaland fahren. Ja. Ja. Oh, das wird geil. Wahnsinn. Freust du dich? Total. Voll. Ich liebe ja Volksfest und Freizeitpass. Ja. Dann hätte ich gesagt, fahre ich dich jetzt nach Hause? Ja. Ja. Oh, wir sehen uns dann dieses Jahr gar nicht mehr. Weil jeder ist jetzt bei seiner Familie und dann, das kann ich schon verstehen, dass sie sich den Stress dann hier nicht antun möchte mit meinem ganzen Feuerwerk. Ich rede seit Tagen über nichts mehr anders, das kann ich dann schon verstehen. Ja. Dann hätte ich gesagt, bringe ich dich jetzt nach Hause und ja, wir sehen uns einfach wieder, wenn ich wieder hier bin und überspringe das Ganze jetzt, weil sonst wird der Vlog ja ewig lang. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Willst du noch Tschüss sagen zu den Zuschauern? Tschüss. Bis nächstes Jahr, ne? Ja. Einen guten Rutsch, frohe Weihnachten. Ja. Bis gleich, Pyrrhus. So, ich habe jetzt meine Freundin nach Hause gefahren und jetzt gibt es erstmal schön lecker Frühstück und ja, dann mal schauen, was heute noch so passiert. So, Pyrrhus, ich bin jetzt halt fertig mit Frühstücken. War echt lecker. Bisschen schön Toast mit Speck gegessen. Ja, und jetzt werde ich erstmal ein bisschen Kommentare noch beantworten hier in YouTube von euch, die ihr so seit gestern Abend geschrieben habt. Und dann habe ich heute wahrscheinlich jetzt auch noch vor, Prospektvideos zu drehen. Weil es sind gestern noch einige Prospekte angekommen. Da habe ich vor, noch ein bisschen was zu drehen von. Das sind alle hier im Hintergrund. Da. 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 Da liegen die Prospekte. Müller will ich wahrscheinlich noch drehen. Netto vielleicht. Edeka mal gucken.
Ja, auf jeden Fall gibt es auch noch ein bisschen was zu drehen. Ich denke, da mache ich noch ein paar Prospekt-Kaufberatungsvideos. Und dann gibt es jetzt irgendwann Mittagessen. Heute Nachmittag geht es dann klassisch wieder in die Kirche. Abend gibt es dann Fondue und Schokobrunnen mit schönen Früchten zum Selbsteintunken. Ja, und das werdet ihr aber alles noch im Verlauf dieses Vlogs sehen. Und dann mache ich mich jetzt erstmal ans Kommentare beantworten. So, ich bin jetzt soweit erstmal fertig mit Kommentare beantworten und jetzt halt werde ich mich ans Prospekt-Video drehen machen. Ich habe hier Netto-Prospekt Müller, Spielwaren Speiger und auch noch Marktkauf. Mal schauen, ob ich jetzt alle mache. Schaue ich mir jetzt einfach mal an und dann, ehrlich gesagt, fange ich jetzt an. Ich muss aber dazu mir noch einen anderen Pulli anziehen, weil so geht das nicht. Ja, und so sieht das Ganze dann schon wesentlich besser aus. Ja, und einfach mal an. So. Dann ist das Prospektvideo jetzt auch schon abgedreht und euch ist bestimmt gleich schlecht. Aber das ist mir relativ egal. Ich habe mir übrigens, das könnte ich ja eigentlich mal zeigen, in einem Livestream wurde das ja mehrfach gewünscht, dass ich mir eine Hashtag Pferdemaske hole. Und ich habe mir tatsächlich eine Pferdemaske geholt für den Christmas Stream. Das hier ist diese wunderschöne Pferdemaske, die ich mir geholt habe. Ja. Ich werde sie dann im Christmas-Stream mal aufziehen und ja, mal gucken. Auf jeden Fall habe ich jetzt das Video fertig gedreht und schneide das Ganze jetzt noch. Und dann lade ich das direkt hoch, dass es dann heute Nachmittag auf YouTube online kommen kann. Und ja, dann gibt es jetzt wahrscheinlich auch schon Mittagessen. Wir haben jetzt mittlerweile schon, kann man jetzt super lesen, 11.28 Uhr. Ja, und dann mal gucken, was ich dann noch mache. Ich muss noch meine Einkaufsliste eigentlich ein bisschen abändern. Mal schauen, ob ich das heute mache. Eigentlich will ich aber auch noch das Best-of schneiden, 2017. Das muss ich auch noch irgendwie machen. Mal gucken, für was ich mich dann entschieden habe. Ich werde euch dann berichten, für was ich mich entschieden habe. So, das Video ist jetzt soweit hochgeladen und kommt dann um 16 Uhr online. Und ja, jetzt gibt es auch schon Mittagessen. Es gibt ein traditionelles bayerisches Gericht, und zwar Weißwürste und Wiener. Ja. Letztes Jahr gab es, glaube ich, zu Weihnachten Pfannkuchensuppe mittags, wenn ich mich richtig entsinne. Da wollten einige dann das Rezept haben. Das machen wir jetzt dieses Mal leichter, bei Weißwürsten gibt es nämlich kein Rezept. Ja, und dann essen wir jetzt erstmal Mittag und dann schauen wir mal, was so geht, ne? Puh, das Essen war echt gut. Ja, und derzeit war ich auch schon fleißig. Ich habe mich jetzt dann doch dazu entschieden, einfach schon mal den Vlog, soweit wie ich jetzt bin, zu schneiden. Wir sind allein jetzt schon bei 8 Minuten, 30, 9 Minuten, sowas die Richtung. Habe einfach schon mal vorgeschnitten jetzt, dass auch der Vlog dann immer pünktlich online kommen kann am nächsten Tag. Ich versuche es immer frühs. Ich befürchte nur, dass es nicht immer klappen wird. An dem Tag, wo der Christmas-Stream ist, da wird es wahrscheinlich nicht klappen, weil da schaffe ich es nicht so schnell, den Vlog zu schneiden, befürchte ich. Ja, jetzt haben wir mittlerweile auch schon kurz vor zwei. Um kurz nach drei machen wir uns auf den Weg in die Kirche. Ich denke, das wird dann jetzt auch das nächste große sein, was passiert. Ich muss jetzt noch kurz die ganzen Geschenke für meine Familie runterbringen zum Weihnachtsbaum. Das mache ich jetzt noch kurz
Und dann sehen wir uns, denke ich, noch mal kurz, bevor wir dann in die Kirche gehen. So, Geschenke sind jetzt unter dem Baum. Und ja, dann machen wir uns jetzt auf den Weg in die Kirche. Und dann, ja gut, ich muss mal gucken, vielleicht nehme ich die Kamera noch auf dem Weg in die Kirche mit. Mache nochmal eine kleine Filmsequenz rein auf dem Weg. Aber in der Kirche werde ich natürlich nicht filmen, das gehört sich einfach nicht. Ja, und dann sehen wir uns allerspätestens nach der Kirche wieder. Ne? Also, bis gleich. So, wir sind jetzt wieder zurück von der Kirche und ja, mittlerweile ist es außen dunkel. Der Weihnachtsbaum leuchtet schon mal schön, die Geschenke liegen drunter. Ja, wir warten jetzt eigentlich nur noch auf meine Oma, die müsste um halb sieben, irgendwie sowas, die Richtung halb sieben kommen. Dann machen wir die Geschenke erstmal auf. Da werde ich euch wahrscheinlich auch noch eine kleine Sequenz mit einblenden. Und dann gibt es Lecker von Dü, ist ja auch schon vorbereitet, so zum größten Teil. Das ist von Dü und dann irgendwann heute am späten Abend gibt es dann noch den Schokobrunnen. Aber das werdet ihr jetzt alles noch in Impressionen sehen. Ich denke, ich werde jetzt nicht mehr sonderlich viel reden, sondern einfach Impressionen euch zeigen. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt nochmal viel Spaß. Ja, Pyros, wir sind jetzt soweit durch für heute Abend und ja, an dieser Stelle möchte ich diesen Vlog beenden. Ich hoffe, die Impressionen haben euch gefallen. Morgen geht es dann sofort weiter mit dem Vlog vom 25. Und ja, in diesem Sinne, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Vlog. Ciao!